Wenn wir uns das Ganze jetzt für viele, viele Würfe anschauen, erhalten wir einen numerischen Beweis für das Gesetz der großen Zahlen. Versuchen wir das. N sei 200. Wir sagen, die x-Werte und y-Werte sind wieder die Rückgabewerte unserer Funktion relative Häufigkeit für n. Und jetzt machen wir ein Bildchen. Plot x-Werte, y-Werte. Und wir sagen gleich, die Farbe soll grau sein und die Line-Width soll 2 sein. Dann sieht das so aus. Da haben wir noch keine Achsenbeschriftung. Das machen wir natürlich noch. Plot x-Label ist die Anzahl der Versuche. Und das y-Label ist jetzt noch die relative Häufigkeit. Okay, das sieht jetzt noch nicht so schön aus. Malen wir noch eine Linie an der Stelle, an der die Wahrscheinlichkeit ist, also bei 1 Sechstel. Das machen wir mit AX Horizontal Line bei 1 Sechstel. Und wir sagen, die Farbe soll schwarz sein und der Stil soll gestrichelt sein. Also, bei dieser gestrichelten Linie, ja, das gibt uns genau die Wahrscheinlichkeit 1 Sechstel. Das heißt, wir brauchen jetzt bei unserer Achsenbeschriftung, haben wir jetzt nicht nur die Anzahl der Versuche, sondern auch eine Wahrscheinlichkeit. Okay, also auf der x-Achse zeigen wir die Anzahl der Versuche und auf der y-Achse in grau die relative Häufigkeit des Auftretens einer 1 und die schwarze gestrichelte Linie soll die Wahrscheinlichkeit des Auftretens einer 1 zeigen. Machen wir das auch noch etwas dicker. Line Width auch 2. Okay. So sieht das schon schöner aus. Und jetzt haben wir das für 200 Versuche gemacht. Nehmen wir mal 2000 Versuche. Und wir sehen, nach einem anfänglichen Gezappel, konvergiert die relative Häufigkeit genau gegen die Wahrscheinlichkeit. Das ist das, was das Gesetz der großen Zahlen uns sagen will.